Ja, und da sind wir wieder an dieser wunderschönen Stelle, wo wir geschossen werden und ich keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich versuche einfach mal hinzukriegen und erzähle ja das ein bisschen und ja. Ich habe mich gerade eben ein sehr interessantes Let's Play geguckt und zwar von Sergeant Rumpel. Ein sehr interessantes Let's Play, weil ist zwar dieses Brothers A Tale of Sons. Und das ist einfach so spannend gemacht. Und zwar nicht spannend, wenn es gruselig oder so ist, sondern einfach unglaublich interessant. Die Grafik unglaublich ansprechend. Und dann denkt man, ja, ist halt so ein ruhiges Kinderspiel oder so. Aber kein bisschen richtig heftig zum Teil die Inhalte. Also da dachte ich schon, wow. Also ich war echt baff, was das angeht. Wie, also ich will jetzt nicht mehr was verdecken, aber als dann die vorletzte, die heutige Folge, die heute rausgekommen ist, keine Ahnung, welches Datum wir gerade haben. Auf jeden Fall, als ich die Folge 11 oder so gesehen habe, ich dachte echt, wow, wie kann man das in ein Spiel einbauen? Unglaublich gemacht. Unglaublich toll, aber allerdings, für so ein Spiel unglaublich, also hätte ich niemals erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie man es hier machen müssen, aber ich habe doch gerade eine Idee bekommen. Und zwar müssen wir im Prinzip genau. Das habe ich mir gerade gedacht. Und da ist das Spiel anscheinend abgestürzt. Nein, es ist nicht abgestürzt, es ist nur kurz hängen geblieben. Ich gucke dann, ob ich das rausschneide, damit ihr diesen Fehler nicht habt. Weil das muss ja nicht unbedingt sein. So, komm, schieß schon. So. Ich muss das hier mal offen halten, das ist mein Problem. Wow. Verdammt, knapp daneben. Wow. Ich muss ja da drin bleiben. So, das sollte jetzt aber klappen. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn das Teil zugeht, ob ich dann da drin gefangen bin. Weil kann ja eigentlich nicht sein, weil sonst wäre er doch ziemlich mies. Das einfach mal zugehen, weil jetzt sehe ich aber auch kein Viech mehr, was mir gefährlich werden kann. Ich muss das da reinkriegen. Dafür muss ich irgendeinen Schalter betätigen. Und zwar den da oben. So im Prinzip. Klappt. Okay. Nein! Nochmal. Da muss es hin. Sobald es... So. Wunderbar. Treffer versenkt. So, jetzt kommen wir hier rüber und die Teile sind, haben sich nicht geändert. Nee, so. Kann man da... Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht. Nee. Ich kann mal schon mal hier eins hinschießen und dann vielleicht auf der anderen Seite irgendwie doch noch eins machen. Das wäre sehr angenehm, wenn wir zumindest das Portal da nutzen können. Die Summen ist auch irgendwie ein sehr angenehmes Geräusch, so. Ja, war klar. Was macht der Hebel jetzt? Ah, das Teil ist das, okay. So komme ich auf jeden Fall wieder auf die andere Seite. Ach, scheiße, ich bin falsch und laufen. Das war mal wieder typisch. Aber das kann ich ja im Prinzip jetzt einfach so.
So. So, bin ich auf einer Seite. Da habe ich einen Schalter, aber ich brauche ja erst noch das da oben eigentlich. Ach du Scheiße, nicht echt, oder? Ich soll mich nicht echt darüber katapultieren, oder? Wie soll ich das machen? Muss ja im Prinzip, muss ich... Also was ich machen kann, ist, ich kann das Teil wieder von innen betätigen. Ich muss was produzieren, dass ich immer weiter Geschwindigkeit aufbaue und dann da rausfliege. Wie kriege ich denn hier richtig Geschwindigkeit aufgebaut? Aha, da. Also. Einmal. Das war falsch, richtig. So. Schräg. Und dann. Wunderbar. Jetzt brauchen wir den Klotz. Geht das? Nein, geht nicht. Das geht auch nicht. Ach du meine Güte. Ja, schön, dass das da funktioniert, aber wie kriege ich den jetzt auf die andere Seite? Hier kann ich kein Portal rausmachen. Das geht auch nichts. Das könnte vielleicht auf Dauer klappen. Gewichteter Speicherkubus zerstört. Beim Testapparatschacht von Aperture Science erhalten Sie dann Ersatz. Das heißt, ich werde den jetzt gleich da drauf werfen und hoffentlich treffen. Oder? So geht's auch. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Kopf, mit dem Teil eigentlich machen soll. Brauchten wir den hier irgendwie? Das war ja auf der anderen Seite der Schalter. Wo ich jetzt hätte rüberfahren können. Und habe ich den hier noch? Ah, das ist der da unten, verdammt. Ja, den lieber dahin. Und mit rechts dann auf der anderen Seite nochmal ein. Ja. Leute, ich bin so, wie ihr wisst, bin ich ein Genie. Ich habe keine Ahnung, wann ich diese Aufnahme angefangen habe. Irgendwann werde ich es mir vielleicht mal merken, dass ich mir das aufschreiben sollte. Aber das dauert noch ein bisschen. So, jetzt haben wir unseren Kubus und können den hier draufstellen. Jetzt können wir nach da gehen und haben wir irgendwo hier darüber zu kommen. Ja. Ach, verdammt. Das war natürlich jetzt sehr intelligent. Intelligent. So, das müsste aber auch klappen. Im Prinzip. Hat's geklappt? Da ist die Tür. Wo bin ich rausgekommen? Da, okay. Hat geklappt. Ich bin weiter. Glaube ich zumindest. Nicht, dass ich jetzt in falsche Richtung laufe. Oh nein, sieht aus, als wäre ich weiter. Heißt nicht, dass ich... Dass es besser ist jetzt. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt nach oben schießen. Ups. Also nochmal. Mit rechts mache ich das dahin.
Ach, scheiße, schon wieder falsch gemacht. Nochmal. Also, mit rechts ist das der drauf. Mit links mache ich den dahin. So. Und jetzt müsste ich da rausfliegen, genau. Und dann... Ach, scheiße, ich muss ja immer abwechselnd machen. Also, rechts. Das heißt, ich muss jetzt links und links. Und, scheiße, rechts. Rechts. Ich hoffe, ich habe jetzt genau dieselbe Ansicht wie gerade eben. Ja, habe ich. Ich nämlich da raus. Das ganze Gedrehe ist ein bisschen viel für meinen Kopf. So, und jetzt müsste ich. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Aha, und wenn ich das Seminar nicht besuchen kann, weil ich in diesem Aufzug feststecke und dieser Teststrecke, dann habe ich verkackt oder sehe ich das falsch oder was ist los? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden sehen mit den elektrischen Dingsbumsen, offenen Ladungen und Kabeln und was auch immer, wenn die Daten denn geladen sind irgendwann. Ich frage mich auch, ob man immer hier drin bleibt oder ob das sich irgendwann ändert. Wobei, ist der letzte Test. Wenn Sie fertig sind, Kuchen. Geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Das hat geklappt. Was mir jetzt genau was bringt. Komm, das kürzen wir mal gerade ein bisschen ab. So. Nein, dran vorbeigesprungen. Das war natürlich typisch. Ich hätte auch erst denken sollen. Man kann hier alles mit Abkürzung machen. Man muss ja nicht immer diese Plattform nehmen. Also, öffnen, dahin, so, so. Ich weiß nicht, ob ich das auch irgendwie brauche, aber ich denke mal ja. Okay, ich habe mich davon treffen lassen. Das ist natürlich auch eine geniale Idee, aber wie hätte ich... Da war eine Plattform plötzlich. Wie soll man an der vorbeikommen? Hab ich irgendwas übersehen? Also, das Teil... Okay, so geht's auch. Ist erstmal weg. Jetzt haben wir hier gleich diese komische Wand. Wenn man das irgendwie so machen muss. Das kann ja nicht sein. Doch, wunderbar. Jetzt gibt's Kuchen. Gratulation, der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Schön, dass ich verbrannt werde, aber selbst wenn ich da hinten rauskommen würde, würde ich auch verbrannt werden. Nicht so schön.
Doch. Ich habe eine Möglichkeit. Yes. Was machen Sie da? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Das sind Notlügen. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Genau. Und das soll ich glauben. Ich frage mich nur, wo dieser Party-Mitarbeiter herkommt. Wenn der aus der Tür kommt, fällt er da rein. Keine Ahnung, wie das ist, was jetzt passieren soll. Ah doch, ich kann mich darüber schleudern vielleicht. Wunderbar, ich bin draußen. Und jetzt kann ich hier überall Portale schießen. Geil. Ich hatte halt keine Lust auf Party. Wo geht's weiter? Kann ich die Tür vielleicht öffnen? Ja, kann ich. Sagen, hier werden Androiden gefertigt. Da komme ich nicht durch. Da komme ich aber durch. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, mein Ursprung. Hallo? Wo sind Sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Das hat geklappt. Wow. Das war ein bisschen zu viel. Jetzt gehen wir da hinten hin einfach. Und ich habe gerade keine Ahnung, was ich mache. Es ist, das ist jetzt für mich komplett neu und ich habe keine Ahnung, was hier passiert soll, wie es hier weitergeht und was auch immer. Also, ich bin sehr gespannt. Und das, was ich hier gerade mache, bringt mich nicht wirklich weiter. Kann ich da hin? Nein. Das bringt auch nichts. Und das war's. Wenn ich das hier mache, lande ich aber auf dem Boot im Wasser, oder? Ja. Das bringt auch nichts. Immer noch da drüben. Okay, das was bringt, aber hier bin ich ja unten. Das bringt mich auch nicht weiter. Das auch nicht. Nee. Können wir irgendwas betätigen vielleicht? Aber da sagt das Ding, dass nur die Tür geht nicht. Da rein müssen wir. Okay, das klappt nicht. Nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt starte, aber nochmal. Ah, hier ist es ganz angenehm. Kann ich vielleicht von da unten nach da oben irgendwie schießen? Ne, jetzt bringt auch alles nix. Doof. Sehr, sehr doof. Ah, doch, eine Idee habe ich noch, was ich machen kann. Hä? Und zwar...
hätte ich früher drauf kommen können. Aber erstmal komme ich da drüben, gucke ich, was ich in diesem Raum hier finde, und dann gehe ich auf deine Seite weiter. Oh, ich kann eine Tastatur mitnehmen, so schön. Bringt mir aber nichts. Also nichts Besonderes hier. Dann da drüben weiter. Wo Danger steht. Ja. Only authorized person. Das gefällt mir. Aha. Wo lande ich jetzt? Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Das bringt mich auch nicht weiter. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen muss. Und da ich wirklich gar keine Ahnung habe, mache ich jetzt einmal eine Pause und wir gucken nachher nochmal. Also, Leute, bis dann. Ciao, ciao.